Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf Miniklangwunder. Heute ist so ein bisschen Al-Basso-Tag, zumindest zwei von drei Al-Basso drehe ich quasi jetzt hier ab. Das ist ein ganz neues Gerät und zwar der Al-Basso DX120, also ein Digital Audio Player. Was ist das Besondere an dem? Al-Basso kennt man ja für Player, die, ich sage jetzt mal ein bisschen, nicht teurer sind, aber wo man ein bisschen mehr investieren kann, DX200 für 999 € oder ein DX150 für 599 €. Der hier liegt bei 349. Ja, was kann der? So sieht er aus, schön präsentiert in dem Karton. Natürlich kommt er dann an, da ist noch eine Zellophanhülle drum. Das habe ich aber alles schon abgemacht. Hier drin sieht man, na, Zubehörpaket, da ist noch, kann ich mal kurz rausnehmen. Können wir uns das mal schnell angucken. Da sind neben einem Kabel zum Einbrennen der Endstufe ja, ein paar Unterlagen noch drin, so eine Garantiekarte, dann noch was zum DX120. Sehr schön noch ja, so eine Glas Schutzfolie, also ein Screen Protector. Ja, das ist dabei. Es ist schon einer aufgebracht. Das ist also ein zweiter, den man einfach nutzen kann, falls der erste schon ein bisschen zerkratzt ist. Ja, und dann habe ich hier eben noch dieses ja, Burn-In-Kabel. Kennt man aber auch schon von den anderen Al-Basso-Geräten. Ja, und das ist die Silikonhülle. Nun gut, muss man halt wissen, ob man die benutzt. Ich finde die jetzt so ein bisschen nicht ganz so schick, sage ich mal. Ist so, ja, so rum dran, muss man mal richtig hingucken, dann kriegt man sie auch dran gesteckt. Ich mache die mal drüber. Ja, und zwar, was sieht man da? Die Seiten, also von dem Gehäuse, sind damit geschützt. Ja, die Front, klar, die ist frei, da ist ein extra Schutzglas drauf, ja, aber hinten habe ich auch Glas. Das ist nichts geschützt, außer dass, wenn ich sie hinlege, das Glas natürlich nicht auf den Tisch kommt, sondern ja, da ist so ein kleiner Rand, der steht über und das schützt das Glas so ein bisschen. Was mich aber stört an der Hülle erstmal, das ist hier leicht unangenehm, weil das eine leicht scharfe Kante hat. Wenn ich den so halte, dann hört man auch, kratzt das so ein bisschen. Finde ich jetzt nicht schön. Also für mich ist diese Silikonhülle nichts, auch wenn sie kostenlos dabei ist. Da gibt es deutlich Besseres beim DX150 halt. Den habe ich hier. Da kommt demnächst auch nochmal ein Video zu. Da habe ich halt eine ganz andere Hülle dabei. Ne? Das ist schon was ganz anderes. Die mag man auch da drum machen, weil das sieht einfach gut aus. Ja, bei dem DX120 habe ich erstmal die Möglichkeit. Und das ist jetzt das Schöne, was kann der eigentlich? Ich habe hier die Möglichkeit, zwei Kartenslots einzusetzen. So, da sieht man das, zwei Kartenslots. Ich habe hier eine USB-C-Ladebuchse und ich habe hier oben noch einen Ausgang SPDIF. Also da ist ein Adapterkabel bei mit 3,5 mm Monoklinke auf dieses Cinch-Steckerchen. Und damit habe ich den SPDIF-Ausgang realisiert. Ja, die beiden Kartenslots, wie beim DX80, sind nutzbar bis jeweils 2 Terabyte, theoretisch also 4 Terabyte möglich bei dem Player. Wenn man aber heute die Karten sich anguckt, 400 Gigabyte, also Musik auf 800 Gigabyte in der Hosentasche zu haben, ist ja auch schon nicht schlecht. Mir reicht momentan noch meine 200 Gigabyte Karte aus, weil ich ehrlich gesagt, naja, eher der Musikgenießer bin und nicht so unbedingt die Quantität brauche. Ich habe da so meine Lieblingssachen und die passen halt noch auf 200 Gigabyte drauf. Ja, aber kein Problem. Jetzt bräuchte ich mir keine neue Karte kaufen, kann einfach eine zweite hier reinstecken und alles ist gut. Ja, auf der anderen Seite unten haben wir dann die 2x3,5 mm Ausgänge, einmal als Ausgang für Kopfhörer regelbar, einmal als sozusagen Line-Out-Ausgang und da ist noch eine kleine Buchse 2,5 mm und das ist wieder ein symmetrischer Ausgang, um Kopfhörer ja, links und rechts getrennt betreiben zu können.
Ansonsten vom Design, das Gehäuse ist Aluminium, das ist so ein Uni-Body-Gehäuse. Hier an der Seite sieht man dann die Taster, aus meiner Sicht wirklich super angeordnet. Ja, also wenn ich die jetzt so in die Hand nehme, dann kann ich schön mit dem Daumen, das fühlt sich auch wirklich toll an, durch diesen Schliff in dem Gehäuse, durch diese Formgebung. Ja, toll. Also muss ich sagen, es ist auch mit einem kleinen Finger hier dran zu legen. Das fühlt sich wirklich super an. Hat auch eine schöne Größe, das Gerät. Ich schalte das jetzt einfach mal ein. So, dann sieht man mal auch die Bootzeit. Das ist nämlich jetzt nicht so lang. Klar, da wird nochmal gezeigt, Albasso Audio. Will man ja auch sehen. Ja, und das war's. Und jetzt geht das schon los. Jetzt kann ich hier mir meine Musik anhören. Was ich hier habe, ist reines Mango OS in einer sehr puren Form. Also wer Albasso kennt, ich versuche das hier mal so zu machen, der weiß, ich kann jetzt hier so rüberstreichen. Ja, es ist jetzt schwierig. Da habe ich halt Möglichkeiten, mir Sachen einzustellen. Ich kann auch wieder anders rüberstreichen. Ja, funktioniert nämlich jetzt so nicht so gut. Ja, ich probiere das hier jetzt nochmal. Das ist ein bisschen schwierig, so vor mit ausgestreckten Armen das Menü zu bedienen. Aber ich mache es jetzt einfach nochmal und gucken, ob es jetzt funktioniert. Ja, da bin ich schon mal. Also hier sieht man auch, dass dort jetzt die Abspielmöglichkeiten da sind von Album, Interpret und so weiter über Verzeichnis. Wenn ich jetzt hier aufs Verzeichnis gehe, dann kann ich mir natürlich hier oben die SD-Karte auswählen, von der ich los will. Und hier sind die ganzen Verzeichnisse. Ich nehme mal hier mein High Resolution, gehe dann mal hier auf Kompilation und da sieht man dann die ganzen Alben, die ich abgespeichert habe. Ganz unten das Letzte, mein Mini-Klangwunder und dann sieht man alles sozusagen hier in, ja, einfach als Listenversion. Das ist halt relativ einfach gemacht. Ich kann dann hier einfach was auswählen und er fängt auch an, das abzuspielen. Kann er natürlich hier entsprechend vor und zurück. Ja, das Problem ist wahrscheinlich, weil ich hier jetzt immer so, ich habe es ja nicht in einer Hand, sondern in zwei Händen die Bedienung. Und ich vermute, das liegt einfach daran, dass mein Finger von der anderen Hand kapazitiv einfach nicht so richtig erkannt wird. Weil normalerweise hat man es ja so und dann kann man drüber wischen und so ist es ja auch gedacht. Auch wenn ich irgendwo schreibe auf dem Handy mit zwei Fingern, habe ich das immer fest in der Hand. So ist es ein bisschen komisch, weil ich hier abhebe und bediene mit einer anderen Hand. Naja, aber gut, sei es drum. Die andere Seite ist dafür da, um dann in das Einstellungsmenü zu kommen. Da sieht man dann, was man hier noch alles machen kann. Man kann hier Equalizer setzen, Filter setzen, alles wie man es bei Albasso eigentlich gewohnt ist. Ich kann sagen, wie es das USB-Verhalten, wenn ich den über USB anschließe, dass er nur aufladen soll oder als Massenspeicher benutzt werden soll. Das kann ich damit alles direkt auch mit dem DX120 abbilden. Ich kann auch hier die Tasten definieren, dass zum Beispiel hoch vor ist oder hoch zurück ist, also wie ich das selber gerne möchte. Das ist also auch eine tolle Sache, finde ich, dass man daran gedacht hat, das frei wählbar zu machen. Natürlich sind die anderen Tasten von der Belegung Lautstärke Plus und Minus, da kann man jetzt nichts ändern, das ist dann so, wie es ist. Aber trotzdem finde ich das eine gute Sache. Ich bin vorhin hier schon mal reingekommen in dieses Menü, auch versehentlich. Das ist jetzt ein Schnellmenü, nenne ich das mal. Da kann ich zum Beispiel auch einstellen, dass er als DAC spielen soll. Das heißt, wenn ich den jetzt an den Rechner anschließe, dann kann ich hier unten ist die Taste DAC. Ich hoffe, das hat er erkannt. Ja, dann sieht man das schön, dass er jetzt in dem DAC-Modus ist. Und jetzt habe ich hier unten die Möglichkeit zu sagen, raus aus dem DAC-Modus und dann bin ich wieder ganz normal im Player-Modus drin. Ja, auch die Filter kann ich hier einstellen, ob er lückenlos spielen soll, ob er auf High oder Low Gain spielen soll, kann ich alles relativ zügig einstellen. Also ich bin ehrlich gesagt von dem DX120 ziemlich begeistert. Vor allen Dingen deswegen, weil ich eine hohe Abbildung, also eine Möglichkeit habe, mit zwei Speicherkarten viel Musik mitzunehmen.
Ja, ansonsten von der Lautstärke irre laut. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Aeon Flow Kopfhörer da dran, die brauchen auch ein bisschen Power. Also am Shanling M0 reicht das nicht aus, um die auf Discord-Stärke zu bringen. Am iPhone auch lange nicht. Und hier, ich zeige nochmal hier die Lautstärkeneinstellung, das ist auch lustig gemacht. Da sieht man so schön, wie dieser Kreis sich dreht. Also da ist es tatsächlich so, wenn ich die auf High Gain habe, den Player, und auf 80, dann ist das so laut. Dann, ja, das ist Disco-Lautstärke beim Aeon Flow, da sind noch reichlich Reserven. Und da rede ich noch nicht mal vom symmetrischen Modus, sondern noch vom Unbalanced. Symmetrisch ist das dann nochmal gute 3 dB lauter insgesamt. Was noch wichtig ist, der hat eben nichts anderes, außer die Möglichkeit von SD-Karte abspielen zu können oder aber als kabelgebundener DAC im Prinzip externe Soundkarte für einen Computer genutzt werden zu können. Der hat kein WLAN, der hat kein Bluetooth, der hat sonst nichts. Das ist wirklich ein Purist. Und dafür macht er aber alles, was er macht, hervorragend. Klanglich ist der... steht der den großen Brüdern in überhaupt gar nichts nach. Sehr laut, sehr klare Wiedergabe, sehr schöne Wiedergabe, bis 4 Terabyte durch 2 Speicherkarten nutzbar. Und ansonsten, ja, super, ein super Gerät. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, tschüss und bye bye.